Hallo, liebe Tiefsee-Freunde, zu einer neuen Ausgabe von Stray. Ja, wir sind mal ein bisschen in der Zwischenzeit umhergestreunt und haben dann per Zufall hier ein paar Kisten umgeworfen, hier in diesem Zimmer. Ich dachte, ich war da eigentlich schon, aber anscheinend doch nicht. Und tatsächlich, da liegt ein Buch von Balthasar, den Namen haben wir ja schon mal gehört, den komischen. Man muss halt nur mitdenken beim Spielen, ne? Dann weiß man es auch. Und dieses Buch hat doch gefehlt. Endlich das letzte Notizbuch. Und natürlich erleben wir dieses Abenteuer mit der Vivienne zusammen. Hallo Tiefsee Gaming. Hallöchen. Ich war so begeistert, ne, dass wir es endlich gefunden haben, das vierte Notizbuch, dass ich wieder vergessen habe, dich anzukündigen. Tut mir leid. Kein Problem. Das hier scheint jemand namens Balthasar zu gehören. Alle Spuren organischen Lebens sind verschwunden, bis auf das, was wir die Zurks nennen. Die Kleinen fast alles zu fressen, was sich bewegt, und vermehren sich mit einer unvorstellbaren Geschwindigkeit. Ja, das habe ich gesehen. Mhm. Als ob es nicht schon schwer genug wäre, in dieser Stadt eingesperrt zu sein. Oh, was? Oh. In diesem Buch gibt es eine Notiz. Da steht, ich habe einen Konstruktionsfehler im Sendeempfänger gefunden, aber ich glaube, ich weiß jetzt, wie man ihn beheben kann. Hier ist die Gleichung. Damit sollten wir in der Lage sein, Momo zu helfen, den Sendeempfänger zu reparieren. Wenn er mit der oberen Ebene kommunizieren kann, könnte das unser Weg nach oben sein. Zeigen wir ihm, was wir gefunden haben. Also auf zu Momo. Zu Momo. Genau. Gleich mal schauen, wo er ist. Ja, ist natürlich jetzt wieder schwierig. Ja, wir müssen irgendwo hier unten, wo die alle sind. Oder hier, ja. Sind doch ein Stück runter noch. Mhm. Diese ganz komischen Klamotten an, das weiß ich noch. Mhm. Aber wo der jetzt war, boah. Nützt nichts, überall rumgucken. Ja. Ach, der kann nie genug kriegen. 6 von 8 anscheinend. Immer locker, immer cool. Aber ich kann das spielen, schau mal. Ja, gut. Drücken wir mal die Augen zu. Das ist der Wächter. Drei Dosen, da brauchen wir noch eine Dose. Weniger ist nicht drin. Mit 10 kann man nicht beglücken. Also müssen wir doch noch eine Dunkel finden. Nee. Ach, wir finden den schon. Irgendwo ist er. Ganz sicher. Vielleicht finden wir auch irgendwo noch deine Notenblatt.
Nee. Ach, wir finden den schon. Den Musiker haben wir auch gefunden, also finden wir auch den Momo. Die wär's auch noch, genau. Das wäre auch schon mal nicht schlecht. Ja, irgendwo ist noch irgendwas offen. Entweder ja, genau danach oder nun dann, da tun wir dann nochmal den Momo suchen. Vielleicht finden wir den dann schneller. Also gehen wir lieber erst nochmal hier hochgucken. Vielleicht ergibt sich da nochmal ein neuer Weg. Hier. Vielleicht will der den Poncho. Weil der so da hängt. Siechtum des Lamms. Das heißt, sich aufzuteilen. Damals waren viele Leute aus den Slums bereit, alles zu tun, um nach oben zu ziehen. Dann haben Roboter auch dieses Verhalten übernommen. Was hat er Schönes in die Koffer drinne? Nicht. Ist nichts drin. Okay. Ich meine, das ist über den Stacheldraht. Da will ich spielen. Da geht's nicht. So. Hm. Ja, warte mal, da drüben bei dem gelben Schild. Hm. Ja. Da war mal. Ja, vielleicht ist doch noch irgendwo. Muss ja noch irgendwo was sein. Ja.
doch, euer wäre gegangen eigentlich. So wie es ausschaut. Ja, der Momo. Ah, da ist er ja endlich. Kleine Katze, suchst du immer noch nach diesen nutzlosen Notizbüchern? Nutzlos! Nutzlose! Oh, gemein. So viel Arbeit mit den Notizbüchern. Mein Notizbuch, ich war die Letzte, die sich den Außenweltlern angeschossen hat. Und ich bin auch die Letzte, die noch übrig ist. Die Notizen von Clementine gefunden, sie war wirklich mutig. Weißt du, die furchtloseste Person, die ich je getroffen habe? Das Notizbuch von Balthasar, oder? Meistens habe ich nie ganz verstanden, wovon er sprach, aber er war sehr weise. Jetzt muss er doch eigentlich irgendwas sagen. Zumal du jetzt alle vier hast. Der sollte sich doch jetzt mit den oben irgendwo auseinandersetzen oder auf dem Weg. Ja, warte mal, zwei. Hat er genommen. Genau. Das zweite hat er genommen. Oh, es gehört Doc. Er war wirklich ein großer Fan von Elektronik und so. Er war immer kurz davor, eine große Entdeckung zu machen. Warte, du hast tatsächlich alle Notizbücher meiner Freunde gefunden. Ah, Netzer. Oh, was ist das für eine Notiz? Der Sendeempfänger kann repariert werden. Das ist unglaublich. Das bedeutet, dass wir auch außerhalb des Slums kommunizieren können sollten. Clementine, Balthasar, Eric, Doc, es tut mir leid, dass ich an unserer Sache gezweifelt habe. Ich verspreche euch, ich werde einen Weg finden, an die Oberfläche zu kommen. Danke. Vielleicht finden wir für dich einen Weg nach oben. Jetzt lass uns den Schrotthaufen von einem Sendeempfänger reparieren. Das war doch schon mal gut. Richtig, geht weiter. Super, super, super. Ja, voilà, es funktioniert. Komm mit mir. Moment, ich bin bei. Mit dem Ball jetzt hier. Bitte kaputt machen, nee. Da oben siehst du das Gebäude hoch über den anderen. Wenn du den Sendeempfänger ganz oben auf den Turm installierst, sollten wir mit der ganzen Stadt kommunizieren können. Ja, heute schon sehr viel vorgelesen. Meine Freunde könnten noch da draußen sein. Wenn es einen Fluchtweg gibt, werden sie davon wissen. Der Einzige, der klein und schnell genug ist, um dem Zurix zu entkommen. Wir brauchen dich, kleiner Außenweltler. Bring uns in den Himmel. Oh Gott, jetzt muss ich wieder durch die komischen Viecher da laufen. Ja. Super. Tschüss. Oder durchfahren mit so einem Eimer oder so, mit so einer Seilbahn. Oder? Ja, glaube ich auch. Da ist er ja. Schon da. Oh, die Dächer. Genau, jetzt sind wir oben. Nächste große Abenteuer beginnen. Ja, meine lieben Zuschauer, so geht's hier weiter gleich. Da sind sie schon. Genau. Die warten auf dich, so sieht's aus. Renne. Sieh zu, dass du nie gefressen wirst. Nie fressen lassen. Aber aufpassen,
irgendwo, wo der Automat noch ist, wo wir noch eine Energy-Bulle herkriegen. Oh Gott, eben. Na, hoffentlich kommen die wirklich nicht hoch. Anna, du bist ja jetzt runter. Oh, schön auf. Den Automaten findest du gerne. Ja, ja, schön aufpassen müssen wir. Es kann ja sein, du rennst mal schnell an eben vorbei. Da sind dann hilft auch nichts. Ah, da müssen wir uns was einfallen lassen. So, du? Ja, gut. Und Musikblätter fehlen auch noch. Nicht immer so. Früher gab es strengere Energiebeschränkungen, besonders in den Slums. Aber die Menschen kamen mit der ständigen Dunkelheit nicht zurecht. Eines Tages schaltete jemand Regenbogenlampen ein, Neonleuchten im ganzen Haus. Die Person wurde weggebracht und nie wieder gesehen. Aber die Menschen hatten wieder Hoffnung und fingen kurz darauf alle an, in ihren Häusern jede Menge Lichter anzubringen. Die Unterdrücker konnten nichts dagegen tun. Ein Weg für die Menschen, wieder Farben zu sehen, wie in der Außenwelt. Ich glaube, das hat geholfen. Die finden wir schon noch. Einfach weiter. Oh je. Gut, dass die Katze in den Schwanken kommt. Ich denke doch. Und jetzt dort rüber, ne? Rollen. Das Geländer davor, oder? Gott, und ja. Zum Glück. Zum Glück. Moment, langsam. Ja, ja, hier schön gucken. Hier bitte. Ja, guck mal ein bisschen, hier geht ein bisschen was zu rumzuschieben. Ohne Strenne, ne. Nix versteckt. Schleim. Nee. Inge. Sieht nie ein. Schon wieder. Sieht nie einladend aus. Ach, da sind die Mistviecher. Ja, wir müssen da rüber, ne? Oje, 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 oje. Jetzt wird's verrückt. Gleich schon. Da hinrollen. Jetzt wird's alle. Jetzt wird die Miets gefressen. Also dürfen wir neut. Miets gefressen.
Die Tür, warte mal, lass mich kurz überlegen. Die Tür müssen wir hacken, dann geht die auf, dann stimme die zu mir. Die Frage ist nur, ob du nicht erst draußen sein musst, oder? Die Tonne müssen wir. Pass auf, ich zeig dir, was ich meine. Die, ja, Tonne, ja, die Tonne müssen rollen. Wir von da darüber rollen, damit ich da hochkomme. Da würde ich ja runterspringen, ne? Da muss ich ja hoch. Ja, da musst so. Du. Die Frage ist jetzt nur die, ich muss praktisch die Tür hacken. Das hat ja auch so ein Gerät. Ja. Da drin. Vielleicht muss Frage, wieder ob ich vielleicht wieder zumachen, dass sie dort drinnen bleiben. Oder aufmachen. Da hast du ja hier. Machst du auf, hast du hier auf dem Hals. Warte mal. Wenn ich sie aufmache, dann sind die. Dann sind die auf der Seite. Ja, ja, dann sind sie aber dann gefangen. Schließt das, wir haben genügend Zeit, die Tonne hinzurollen. Naja, dann lass sie doch gefangen sein, ne? Ich muss nur schauen, dass ich ganz schnell. Und so. Jetzt zumachen. Na fix, mach ein bisschen hin, Mietz. Komm. Icke-dicke-dicke. Ich ja. Es ist wirklich icke-dicke. Lebt es noch? Ja, das lebt er noch. Uah. Hör auf, i. Das lebt. Es lebt. Ja, ja. Aliens. Irgendwelches Aliens-Gedöns. Ja, meine lieben Zuschauer, wir sind hier. Jetzt. Hier. Wenn es hier weitergeht bei Stray, das seht ihr in der nächsten Folge, würde ich sagen. Wenn es euch gefällt, dann gerne einen Daumen da lassen und ansonsten natürlich das Abo nicht vergessen, dann verpasst ihr keine weitere Folge mehr. Und rechts oben die Playlist und ja, dann sagt der Streuner und die Vivienne schön tschüss, ja, ich auch und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.